Das Galaxy S22 ist zwar das günstigste Modell der neuen Smartphone-Generation von Samsung, das sollte aber eigentlich nicht heißen, dass hier ein paar Features fehlen, die unbedingt in ein Flaggschiff gehören sollten. Hier sind 5 Gründe, die gegen den Kauf des Galaxy S22 sprechen. Wahrscheinlich fällt es im Alltag nicht mal wirklich auf, aber gegenüber dem Vorjahresmodell hat Samsung die Displaygröße beim S22 von 6,2 auf 6,1 Zoll reduziert. Klingt jetzt vielleicht erstmal nach einem Nachteil, doch tatsächlich steigt dadurch sogar am Ende die Pixeldichte minimal an. Grundsätzlich bleibt die Auflösung aber bei Full HD+. Wenn ihr Bock auf eine hohe Auflösung habt, dann müsst ihr wohl oder übel das Galaxy S22 Ultra kaufen, das ja doch nochmal ein bisschen mehr Geld kostet, weil das kann als einziges Modell der Reihe Inhalte in WQHD+ anzeigen. Immerhin hat das Galaxy S22 jetzt die adaptive Technik des Galaxy S21 Ultra übernommen, heißt, die Bildwiederholrate wechselt automatisch von 10 bis hoch zu 120 Hertz und nicht mehr wie zuvor nur zwischen 60 und 120 Hertz. Wir wissen ja alle, dass Hersteller wie OnePlus oder auch Xiaomi in ihren Smartphones echt ziemlich krasse Ladeleistungen anbieten. 65 Watt, sogar 120 Watt. Und das ist schon echt ziemlich krass und auch sehr, sehr praktisch im Alltag, wenn man eben sein Handy möglichst schnell aufladen möchte. Und genau das hätte ich mir irgendwie auch von Samsung gewünscht. Im Vorjahr hatten ja alle S21-Modelle nur 25 Watt. Jetzt unterstützen wenigstens das Galaxy S22 Plus und auch das S22 Ultra 45 Watt. Und ich habe echt keine Ahnung, warum ausgerechnet das S22 weiterhin nur mit 25 Watt auskommen muss. Bis das Gerät nämlich voll geladen ist, vergehen einfach mal 1,5 Stunden. Und dabei ist der Akku mit 3700 mAh nicht mal besonders groß. Im Gegenteil, er ist gegenüber dem Vorgänger sogar kleiner geworden, weil zuvor waren es nämlich 4000 mAh. Die Akkulaufzeit ist aber dank des sparsamen neuen Exynos-Chips immerhin noch gut, aber trotzdem, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet. Und auch hier ist wieder kein Netzteil mit dabei, das müsst ihr nämlich extra kaufen. Die Ultra-Weitband-Technik gab es ja bereits im Galaxy Note 20 Ultra und dann letztes Jahr auch im Galaxy S21 Ultra. Und die braucht ihr zum Beispiel, damit ihr euch ganz schnell mit anderen Geräten verbinden könnt, also indem man ganz einfach das Handy auf das jeweilige Gerät eben zeigt. Ihr könnt damit auch Geräte und Gegenstände in nächster Nähe echt ziemlich präzise orten. Oder, sehr, sehr coole Nummer, ihr könnt euer Auto mit dem Smartphone statt dem Zündschlüssel starten. Also vorausgesetzt natürlich, euer Auto kann das. Ja, und wenn ihr genau dieses Feature gebrauchen könnt, dann dürft ihr euch eben nicht das S22 kaufen, weil genau das Handy kann das nämlich alles nicht. Nur das S22 Plus und das Galaxy S22 Ultra haben diesen UWB-Chip mit dabei. Auch wenn der Name es etwas anders vermuten lässt, setzt die neue Generation Wi-Fi 6E im Gegensatz zu Wi-Fi 6 wirklich erst auf 6 GHz statt nur eine Weiterentwicklung der Wi-Fi-Technik im 2,4 und 5 GHz Frequenzbereich zu sein. Der Vorteil ist eigentlich ziemlich klar, schnellere Geschwindigkeiten. Außerdem können ebenso auch die ganzen Latenzzeiten stark reduziert werden und während im Vorjahr eben nur das beste Ultra-Gerät Wi-Fi 6E an Bord hatte, unterstützt in diesem Jahr zumindest auch die Plus-Variante, die neue Generation. Nur das Galaxy S22 und wie soll es anders sein, eben nicht. Man konnte es ja schon irgendwie ahnen, dass in diesem Jahr das Galaxy S22 Ultra den S Pen direkt im Gehäuse integriert hat. Immerhin konnte man den Stift ja auch schon beim S21 Ultra nutzen. Ist halt schon ziemlich praktisch, weil man den Stift jetzt immer mit dabei hat. Wie bei der Vorgängergeneration zumindest unterstützt das aber eben nur das Ultra-Gerät, die anderen beiden Geräte leider nicht. Beim S21 Ultra konnte man den S Pen ja zusätzlich kaufen und dann eben auch mit einer Hülle auch direkt am Gerät befestigen. Und ich hätte es irgendwie sehr cool gefunden, wenn Samsung in diesem Jahr eine ähnliche Lösung eben auch für das S22 und das S22 Plus angeboten hätte. Und eben im Ultra dann direkt integriert, wäre zumindest eine schöne Lösung gewesen. Pech gehabt. So, das waren meine 5 Top-Gründe, die gegen den Kauf des normalen Galaxy S22 sprechen. Stören euch die Punkte auch oder hindert euch das eigentlich gar nicht, auch dieses Modell zu kaufen? Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Video.